Unter der heißen Sonne Nordspaniens wird gerade ein Elektroauto mit Solarzellen getestet. Motorhaube und das lange Dach des ersten Serienmodells des Startups Lightyear sind mit 5 Quadratmetern Solarzellen bedeckt. Bei viel Sonne genug, um damit mehr als 70 Kilometer kostenlos zu fahren. Das ist nur der erste Schritt. Das 250.000 Euro teure Auto zeigt uns, dass es möglich ist. Es demonstriert die Technologie. Aber unser eigentliches Ziel ist es, in 3 Jahren ein erschwingliches 30.000 Euro Auto anzubieten. Einige Start-ups, aber auch Automobilriesen beginnen damit, ihre neuen Elektroautos mit Solarzellen auszustatten. Sie nutzen die sinkenden Preise für Solarpaneele und Batterien und versuchen, die Technologie auf Alltagsautos anzuwenden. Einer der Vorteile des Solarautos ist, dass es eine Batterie hat, mit der man die Sonne nutzen kann, wann immer sie scheint, um die Batterie neu zu laden. Einer der Nachteile der Solarenergie ist also gar kein so großer, wenn man eine Batterie hat und das Auto damit fahren kann. Weil der Markt für Elektroautos explodiert, werden in den kommenden Monaten mehrere Modelle mit Solarzellen erwartet.